Guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Talk About Friesenrecht. Und in dieser Folge werden wir uns hier mal einem oder dem primären Volk, in dem, um das es in der Geschichte geht, näher ansehen. Und zwar geht es ja um die Friesen. Die Friesen sind ein Küstenvolk, welches hier auf so einer gewissermaßen Halbinsel existiert. Ich weiß, dass die Landkarte um 1100 herum bei uns ein bisschen anders aussah, und das hier ist auch nicht ganz Westfriesland, aber dass man so einen ungefähren Einblick hat in die Psychologie des ganzen Volkes sozusagen. Und als Küstenvolk sind sie natürlich umgeben vom Meer. Es gibt einige Inseln. Ist nicht akkurat hier, keine Sorge, das ist alles bloß, um eine ungefähre Vorstellung zu haben, wie das Ganze aussieht. Und was man sich dazu denken muss, zur Psychologie ein Stück weit. Und ja, dieses Küstenvolk lebt in einem Bereich, der häufig vom Meer überschwemmt wird. Das heißt, Wellen dringen ins Land ein, überschwemmen das und erzeugen so nach und nach Moore und Sümpfe. Das ist ein überschwemmtes Land, sage ich mal, und da wächst außer Sträuchern, wächst da nicht viel. Ein paar Bäume gibt es hier. Und diese überschwemmten Gebiete sind allerdings sehr fruchtbar. Das ist ein sehr beliebtes Land, was allerdings auch durch die Fluten halt sehr gefährdet ist. Deshalb leben hier in diesem Bereich, sage ich mal, stellvertretend für die anderen Küstenbereiche hier in dieser Region oder auch dort, leben hier hauptsächlich Bauern, die Deichbauern genannt werden und die dieses fruchtbare Land halt beackern dürfen. Im Gegenzug dazu aber auch die Deiche instand halten müssen. Das heißt, falls die Deiche brechen, ist auch ihre Ernte hinüber, und nicht nur das, vielleicht auch ihre Häuser, ihre Familien, vielleicht sogar Tiere, alles wird ja von der Flut dann ertränkt. Deshalb ist das ein sehr verschworener Haufen, die Deichbauern, zu denen übrigens auch der Hauptcharakter Hinnerkiniviats gehört. Aber auf jeden Fall, ja, das sind diejenigen. Dann gibt es noch welche, die im Moor hausen, das sind die Torfbauern sozusagen, die Torf abbauen, das ist so ein Brennstoff, den man da aus dem Moor fischen kann. Und aber sonst wächst da nicht viel, vielleicht noch ein bisschen Buchweizen und ein paar Kräuter, die man essen kann, aber ansonsten ist es ein ziemlich karger Fleck. Dann gibt es weiter im Inland noch die Geest. Die Geest ist Sandboden im Grunde genommen, das heißt, ist zwar halbwegs trocken, allerdings ist es ein Boden, der nicht wirklich viel Ertrag abwirft. Da gibt es diesen traurigen Roggen, der hier jetzt hier so guckt. Trauriger Roggen. Und ich kann es auch noch ein bisschen derartig darstellen, was allerdings immerhin guten Weidegrund hat für zum Beispiel Kühe oder sowas, und das ist die hässlichste Kuh aller Zeiten. Das ist noch nicht mal eine Kuh, sieht aus mehr wie ein Hund oder wie eine Ziege, aber egal, Kühe, Mu. Das sind so die drei groben Bereiche, kann man sagen, die es dann halt für die Friesen halt gibt. Und wie man sich vorstellen kann, gibt es hier kein Gebirge, das Ganze ist absolutes Flachland. Und insofern gibt es kein Erz, und früh lernten die Friesen dann halt eben damit, mit dem auszukommen, was sie haben. Ich sag mal, militärischen Waffen haben sie hauptsächlich Speere aus, ja, entweder gehärtetem Holz oder mit dem bisschen Eisen, was sie durch Handel erwerben konnten, oder durch Bronze eben Speere sich zu machen. Schwerter haben sie nicht so viele, weil die brauchen ziemlich viel, aber wenn sie was haben, dann sind das meist Sachse, Küstensachse genannt, die einen geringeren Anteil an Eisen haben, die tatsächlich größtenteils so ein bisschen aus Holz bestehen, und nur die Klinge ist tatsächlich aus Metall. Nur die ist aus Metall, dieser Bereich hier. Der Rest ist aus Holz. Das ist ein bisschen so wie die Obsidianschwerter aus hier von den Azteken, die auch hauptsächlich aus, ich meine, Holz oder entweder Knochen gemacht waren, und wo nur die Zacken waren aus hier dem Vulkanglas gemacht. So ein bisschen muss man sich das so vorstellen. Das ist dann halt so ein Küstensachs, also im Grunde genommen eine billige Variante des Ganzen. Der normalen Sachse, wie man sie weiter dann im Süden findet. Oder, ja, wenn sie die halt durch Handel gekauft haben. Fischerei ist natürlich ein großer Industriezweig für die Friesen. Getreide, Viehhandel, vor allen Dingen Pferde. Sie züchten gerne Pferde. Wobei das mehr so die Aufgabe der Westfriesen ist hier. Und wir befinden uns ja in Ostfriesland, in der primären Geschichte. Sumpfland. Die Westfriesen sind ähnlich wie die Ostfriesen, also da tut sich kulturell nicht wirklich was, aber die haben halt mehr Pferde noch. Und das zeichne ich jetzt nicht, weil das wird man von der Kuh nicht unterscheiden können.
Nur so viel dazu. Ja, und auch, weil sie so wenig Metall haben, haben sie natürlich auch entsprechend wenig Rüstung. Zumindest irgendwelche Kettenhemden oder Schuppenpanzer. Wenn, dann ist es entweder aus Knochen gemacht oder eben, weil sie auch viel Vieh züchten, Kühe vor allen Dingen und Schweine, aus Leder. Ganz, ganz selten auch aus Holzschindeln. Tatsächlich, oder aus irgendwelchen anderen, ich sag mal, holzähnlichen Materialien, die dann halt gehärtet werden im Feuer oder so. Also, was aber besonders wertvoll ist, und ist die Wolle. Daraus machen sich dann Gambisone oder auch hier, ja, einfach Stoffrüstung, leichte Stoffrüstung, die auch sehr nützlich sind, wenn man quasi im Moor herumspringt. Weil das Land ist durchzogen von ich sag mal, Gruben und Schloten, die ziemlich tief sind und in denen merkwürdige Kreaturen hausen. Unter anderem friesische Aasenten. Friesische Aasenten sind, ja, wie der Name schon sagt, Aasfresser, die meist in solchen kleinen Gewässern hausen und die sich dann mit Vorzug auf Tiere stürzen oder auf Menschen, die sich halt hier, die dann aus diesen Gruben nicht mehr rauskommen. Die sind ein bisschen so geformt, dass man da auch schlecht nur wieder rauskommen kann. Und wenn die einen dann erwischen oder irgendwelche anderen Kreaturen, die hier unten hausen oder Schlingpflanzen, die einen runterziehen, dann ist man natürlich schnell, ich sag mal, Beute für diese Tiere. Was die Friesen dann halt machen, ist halt, sie nehmen halt Speere, die speziell geformt sind. Die haben unten, ich zeig das mal anhand dieses Speers, noch so drei Zacken. Meistens sind es drei Zacken, kann man auch auf dem Upstalsboom-Symbol nochmal nachgucken. Einer von den Kriegern, die da abgebildet sind, hat das tatsächlich. Das ist wie so ein Sprungstab, der sich dann, wenn sie hier drüber springen wollen, aber ich kriege es hier eingezeichnet. Ich kann mal ein bisschen näher rangehen hier. So. Die dann, ja, so ist besser. Die dann, wenn sie darüber springen wollen, so einen Stab nehmen müssen. Und den da auf die andere Seite stecken. Und dann sich gekonnt rüberschwingen oder es zumindest versuchen. Ja. Und wenn sie es nicht schaffen, dann ist es gut, wenn da noch jemand dabei ist. So ein dicker Kerl vielleicht mit einem langen Hals, der dann hier aufpasst und denjenigen dann rauszieht, falls er es nicht schaffen sollte. Also das ist ein großer Spiel- und Sportspaß, der allerdings auch einen militärischen Hintergrund hat. Denn gepanzerte Ritter haben arges Problem, da dann hier dahinterher zu kommen. Wenn ich das mal jetzt so eins skizziere, irgend so ein dicker Ritter in seinem Kettenhemd oder sowas, auf seinem Pferd, der mit seiner Lanze, der kommt natürlich dann hier da angedackelt oder angeritten und kann die dann nicht verfolgen. Weil er eben, das sieht aus wie Höhlenmalerei, fällt mir gerade auf, weil sie dann ja halt über die Schlote springen können und da warten ja schon die hungrigen Aasenten oder halt die anderen Kreaturen. Und hier sind noch ein paar Büsche, kann ich noch einmalen hier. Überall ist alles voller Büsche und Nebel, überall ist Nebel. Gefährlicher Nebel, in dem sie dann schnell verschwinden können. So, das heißt, die machen gerne Raubüberfälle, die Friesen. Das ist die Technik oder die primäre Verteidigungstechnik, die sie sich angewohnt haben, weil sie einfach nicht so stark gepanzert sind in ihrer Gesamtheit. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass sie nicht nur Nahkampfwaffen, also diese Speere oder diese Sprungspeere verwenden, die haben auch einen speziellen Namen, ist mir nur gerade natürlich entfallen, sondern sie verwenden auch vor allen Dingen, wenn sie dann im Moor sitzen, verwenden sie vor allen Dingen Kugeln, Bleikugeln oder Lehmkugeln mit einem Bleikern. Den mal einzeichne. So, das heutzutage als Boseln bekannt ist. Wohlgemerkt, das ist alles nicht unbedingt hundertprozentig akkurat historisch, aber es gibt da so ein paar Hinweise, dass es sich daraus entwickelt hat. Und wie gemerkt, das hier ist immer noch Altera und nicht hier unsere reale Welt. Also ich habe das alles nur so angelehnt, nur nochmal, um das nochmal klarzustellen für die Leute, die sich jetzt empören und sagen, das ist doch wissenschaftlich gar nicht alles verbrieft. Natürlich ist es das nicht, aber ich habe mal das rausgezogen, was ich halt rausziehen konnte. Es ist ja eine Fantasy-Welt, Altera. So, aber auf jeden Fall, diese Lehmkugeln mit dem Bleikern werden natürlich gerne geschleudert. Und heute werden sie, oder bei uns werden sie auf dem Boden dann hier so lang geworfen, die Straße entlang, und dann wird Schnaps getrunken oder was auch immer. Aber auf jeden Fall hier hat es noch den militärischen Sinn, dass es Kugeln sind, die dann hier Köpfe eindrücken können, und da guckt dann der jeweilige Ritter ziemlich doof.
Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Genau, einen kleinen Bart. Und sehr gefürchtete Waffen. Selbst die Römer in ihren Legionen hatten meist noch hier irgendwelche Steinwerfer mit dabei. Schleuderer, Schleuderer auch genannt. Und im Grunde muss man sich das so vorstellen, wenn eine feindliche Armee dann gekommen ist, wenn die angedackelt kam, irgendwie aus dem Süden oder sowas, oder auch von Land her, dann haben sich die Friesen zusammengefunden, haben sich die Taschen voll mit irgendwelchen Steinen oder Wurfkugeln, Lehmkugeln gemacht, haben sie in Taschen abgefüllt, sich über die Schulter gehängt. So. Ja, hier sind Steine drin, muss man sich vorstellen. Haben dann ihren Stab genommen. Und vielleicht noch einen kleinen Schild. Mit einem Buckel. Und sind dann losmarschiert, alle Mann. Und haben die dann im Moor, oder wo es dann halt unwegsam war, gestellt. Und sie aus der Ferne mit Steinen beworfen. Und wenn sie dann nachgekommen sind, die anderen, dann haben sie ja ihren ganzen Stein erstmal verballert und sind dann geflüchtet über die Schlote hinweg, um dann von dort nochmal weiter zu schießen. Also sind quasi, nimmt man das, es ist quasi wie bei den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg, als sie gegen die Japaner gekämpft haben. Die haben da Inselhopping gemacht und die Friesen machen dann halt hier Schlothopping. So, und da die Angreifer meist schlecht gepanzert sind, oder nee, gut gepanzert sind, aber halt deshalb weniger beweglich sind, war das dann halt eine effektive Taktik für lange Zeit. Was nicht heißen soll, dass die Friesen sich nicht irgendwann mal zum Nahkampf gestellt haben, zum Beispiel gegen die Eschenmänner. Sie haben ja durch Handel, sag ich mal, durchaus auch die Möglichkeit, hier Waffen und Rüstungen zu importieren, aber die sind meist den Hauptlingern vorbehalten. Ja, die friesische Ständegesellschaft, ich mache da mal eine neue Grafik von jetzt, ist eigentlich eine, die sehr, ja, klassisch ist, in dem Sinne, dass sie nicht prinzipiell demokratisch ist, so wie wir uns das heute vorstellen. Also wirklich Rechte hatte da auch bei den Friesen nur derjenige, der auch wirklich Land hat. Das heißt, da gibt es dann halt, jemand hat ein Stück Land und da ist er dann der freie Mann, der dann aber auch für Waffen und alles andere selber zu sorgen hat. Der hat dann sein Gehöft, hat dann vielleicht ein paar Felder, die er so bewirtet, ein paar Tiere und drumherum sind halt noch ein paar mehr. Ja, und so teilt sich das halt auf. Ob das nun Deichbauern sind oder Geestbauern oder Torfbauern oder was auch immer. Auf jeden Fall ist er nicht der Einzige, hat seine Nachbarn um sich rum und die alle schließen sich zusammen und wählen dann, um beim Obstalsboom vertreten zu werden, einen Redjeven, welcher dann hier sie vertritt beim Obstalsboom und ihre, sag ich mal, hier Ansichten. Was sie halt, was sie sich erhoffen von dem Gesetz und sind auch Richter dann in dem Fall, falls was passiert. Die werden halt gewählt aus deren Mitte, derjenige, der am vertrauenswürdigsten ist und der den, das höchste Ansehen genießt. Kann auch jederzeit abgewählt werden. Die Hauptlinger oder Häuptlinge, also bei Wikipedia steht dann halt Häuptlinge, aber hier sind es eher mehr so Hauptlinge, habe ich sie genannt, damit man das ein bisschen differenzieren kann auch. Wo ich das ein bisschen cooler finde, weil Häuptlinge, da verbinde ich immer Indianer mit und irgendwie wollte ich da irgendwie einen Unterschied haben, zumindest rein verbal. Hauptlinger haben sich mehr oder weniger aus denen rekrutiert und sind halt Familien geworden, die es irgendwie geschafft haben, mehr Ländereien zu kriegen als alle anderen und die es irgendwie präfeudal geschafft haben, Leute in Abhängigkeit zu bringen. So dass es da also eine präfeudale Geschichte entstanden ist, die allerdings nicht gern gesehen wird, sodass die auch mit Argusaugen dann bedacht werden oder bewacht werden. Also das wird nicht gerne gesehen, dass jemand sich zum Hauptlinge aufschwingt und da versucht, anderen ihren Willen aufzuzwingen. Selbst wenn es gegen gemeinsame Feinde geht. Das Problem war nur, es gab eine große Flut zu Zeiten der Handlung von Friesenrecht, die große Manntränke, ich glaube es war die Ulrikusflut. Welche das Land so verheert hat, so kaputt gemacht hat, alles, dass die Hauptlinger entstanden sind dadurch, dass einfach, es gab große Not. Große Not, Hungersnot und all das. Und es brauchte Leute, die dann halt alle zusammengefasst haben, alles was doch da war, zusammengefasst haben und das eben entsprechend so verteilt haben und an Wiederaufbau teilgenommen haben, dass, es wieder einigermaßen weitergehen konnte im Land. Ist natürlich dann, nachdem es vorbei war, dann wieder versucht worden, die von ihrer Machtposition abzubringen, was natürlich nicht immer so geklappt hat. Ich war, einige sitzen da heute noch so drauf, auf den Dingen, die sie da gemacht haben. Auf den Gebietsgewinnen unter anderem. Ist auch nicht so unumstritten, das Ganze. Aber so viel dazu erstmal.
zu der prinzipiellen politischen Situation. Und wie gesagt, es gibt hier Mägde und Knechte, gibt es hier. Das sind dann hier die Halbfreien, die sich freikaufen können oder eigentlich auch fast jederzeit gehen können. Nur ihre Rechte sind halt beschnitten und sie haben kein Mitspracherecht beim Upstalsboom oder bei der Wahl von Retjeven. Können auch selber nicht gewählt werden. Nun gut, aber auf jeden Fall können sie irgendwann zu Freien werden, wenn man ihnen irgendein Land vermacht oder sowas. Und dann gibt es tatsächlich noch Unfreie, was im Grunde nichts angenommen anderes sind als Sklaven, allerdings auf Zeit und welche sich auch freikaufen können. Je nachdem, manchmal sind das Gefangene von anderen Völkern oder irgendwelche Verbrecher oder sowas, die dann halt dort ihre Zeit absitzen müssen, sozusagen auf den Gehöften. Das ist sozusagen das Gefängnis der Friesen, wenn man so will. Die haben ja kein offizielles Gefängnis, die werden dann auf irgendwelchen Gehöften geparkt und sollen dann da halt aushelfen, bis dann ihre Schuld abgetragen ist. Was dann natürlich jeweils von ja, einem Gericht, angeführt von den Rejewen, beschlossen wird dann auch immer. Ne? Und ja, es ist nicht unbedingt immer gerecht, aber so ist es halt. So wird das Recht halt gesprochen in dem Land. Man hat ja sonst nichts. So, ja. Was man sonst noch sagen kann, ist, wenn ich hier nochmal die andere Grafik wieder einblende, ups, dass diese Fluten nicht die einzige Gefahr sind, derer sich die Friesen erwehren müssen. Das habe ich im letzten Video auch schon mal erwähnt. Und so. Sondern es gibt auch hier die guten alten. Ja, das sieht jetzt auch wieder toll aus. Die guten alten hier Nordmänner. Mit dem Hanse-Segel tatsächlich mal wieder, aber gut. Die Flagge muss auch in Windrichtung zeigen. Das habe ich früher mal falsch gemacht. Was cooler aussah, wenn die Flagge in Fahrtrichtung fährt, weil das Ding fährt ja nach dort, also muss der Wind ja von hier kommen, aber es ist genau umgekehrt. Das Schiff wird ja so angetrieben, also von daher ist das hier Murks. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall Nordmänner haben seit langer Zeit die Küsten überfallen, wobei es Friesland nicht so ein lukratives Ziel war, weil das einfach ja Sumpfland war, aber trotzdem sind die Nordmänner auch dahin gegangen. Und von Karl dem Großen gab es dann hier in Altera zumindest tatsächlich das verbriefte Recht, dass die Friesen hier vom Militärdienst für den Kaiser oder für den König freigestellt waren, wenn sie dafür dann halt damit sie halt ihre Ländereien besser verteidigen können. Und das heißt, sie verteidigen sich also nicht nur gegen die Fluten, sondern auch halt gegen die Einfälle der Nordmänner aus dem was ist das? Osten. Ja, genau, Nordosten. Genau, so. Was nicht bedeuten soll, dass insbesondere aus Esens auch mal Piratenschiffe losgesegelt sind. Vor allen Dingen zu Zeiten, als die Römer noch existierten und sich hier in Gallien aufhielten. Da gab es dann auch friesische Piraten, die sich da dann gerne mal bereichert haben. Oder sind nach Angelland gefahren. Angelland ist der Titel von Engelland, also von England hier in Altera. Falls ihr euch wundert, das ist Angelland. Und da sind sie auch mal hingefahren. Da gab es dann auch Expeditionen, zum Beispiel von Bremen oder sowas, von einer großen Stadt, die dann gesagt hat, meh, Strafexpedition gab es dann und Kampf und all das. Also die Friesen sind auch nicht ganz unbedarft, was das anbelangt. Und natürlich sind sie Strandräuber oder beziehungsweise erheben den Anspruch, weil sie diese Deiche halt bauen und dass ihr Land ist, dass sie halt dass den Strand gut aufnehmen können. Wobei das ist nicht nur auf die Friesen beschränkt, macht eigentlich jedes Volk, so was irgendwie einen Küstenstreifen hat und was da lebt. Was da angespült wird, gehört halt dem Herren, dem das Land gehört. Und das sind dann meist die Deichbauern. Denen gehört das. Genau. Was ich noch einmal kurz erwähnen könnte, wären die, wenn ich hier nochmal die Karte einzeichne, wären die großen Städte. Einerseits ist das Esens, gilt als Piratennest, wenn man so will. Dann gibt es Auak. Auak, alias Aurich, ist eine Handelsstadt primär, die mehr oder weniger alle miteinander verbindet, alle wichtigen Punkte der Landkarte. Und ja, wo geht's hier hin? Ich glaube nach Kloppenburg. Auf jeden Fall, oder nach Oldenburg. Was aber schon nicht mehr zu den Friesen gehört. Das sind dann schon die Sachsen. Und Auerk ist ein großer Handelspunkt, in dem die Familie derzeit der Lübbens regiert. Oder dort ist der Hauptlinger Lütje Lübben. In Esens ist es Athena, Berend Athena, der Bär von Esens. Ein Krieger, von dem man sagt, er hätte das Blut der Nordmänner in seinen Adern.
Dann gibt es Marienhafe, ein eher kleiner Ort, der allerdings, das muss ich hier mal korrigieren, an der Küstenlinie. Das stimmt schon gar nicht mehr. So, geht das wohl weg. Ah, ein bisschen mehr. So, muss ich wahrscheinlich noch einstellen. Auf jeden Fall war die Küstenlinie damals so, dass es hier tatsächlich einen Zugang gab für M-Hafe, wie ich es mal abkürze. Oder Marienhafen. Und dort residieren die Tombrogs, welche ja, hauptsächlich von der Hehlerei profitiert haben, die die Likedela hier angeschleppt haben. Zum Zeitpunkt der Handlung ist das schon so, dass die halt den Ort versorgen und dort ihren Unterschlupf haben. Und dadurch ist der Ort quasi zu viel Reichtum gekommen. Sehr zum Leidwesen anderer Orte, wie zum Beispiel Emden. Emden ist eine große Stadt mit einer dicken Stadtmauer. Und in der auch der Bischof der ganzen Region residiert. Und die Emder haben so den Ruf, auch bei den anderen Friesen, dass sie mehr so unter sich bleiben wollen und eigentlich mit den anderen nichts zu tun haben wollen. Was natürlich nicht gerade unbedingt immer Sympathien eingebracht hat. Und ja, aber trotzdem bewachen sie ihre Privilegien, unter anderem im Emshandel mit Argusaugen und erwehren sich da auch der hier Hanse unter anderem und ja, sind halt so ein bisschen ein verschrobenes, für sich abgeschlossenes Völkchen. Dann gibt es hier noch einen kleinen Ort namens Grizil, das ist auch ein Hafen, der hauptsächlich von seiner Fischerei lebt im Grunde genommen. Da sind dann die Fischchen. Ne? Ne? Fisch. Blub, blub. Genau, so, Wellenlinie. So, was gibt es sonst noch? Dann gibt es noch Norden. Norden, nah am Deich gebaut. Norden ist der Sitz, also Emden hat insofern keinen Hauptlinger direkt, als dass der Erzbischof dort residiert. Man könnte sagen, dass, wer war das nochmal? Jetzt, war es Abdener? Ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Es gibt so viele Namen und ich habe die nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Hisko, Ubdena oder Abdena? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall irgendein Hisko, aber da gab es auch eine etwas unrühmliche Geschichte mit dem und deshalb sagt man, Emden hat gar keinen Hauptlinger mehr. Mehr so in Hinte. In Hinte gibt es noch einen. Hinte gibt es einen. Das ist dann hier Alena. Dort sitzt Alena. Und das ist gewissermaßen der Hauptlinger für das Emsland. Emden ist quasi eine eigene Enklave für sich, wo der Stadtrat im Grunde genommen mehr oder weniger herrscht, zusammen mit dem Bischof. Nun gut, Grizil, dort herrscht mehr oder weniger... Wer herrscht da? Das ist Sirxensa. Oder Sirxena, besser gesagt. Dann gibt es in Grothosen gibt's noch einen Hauptlinger, der heißt... das kann natürlich keiner lesen. Der sich da schimpft hier Hager. Das ist Hager, deren Familie residiert dort. Und im Norden gibt es einen sehr berühmten, den Lachenden Tod, Friedhelm Nordendi. Den, ja, man halt den Lachenden Tod nennt. Und der berühmt geworden ist dadurch, dass er die Eschenmänner, also, so werden die Wikinger genannt hier in Friesenrecht, dass er die Wikinger halt vertrieben hat, die hier eingefallen wollten. Und da gab es dann die große Schlacht bei Norden. Und er hat es halt geschafft, indem er sie in eine nebulöse Ecke im Grunde genommen gelockt hat, wo er sie dann halt auch mit zahlenmäßiger Unterlegenheit und waffentechnischer Unterlegenheit halt hat in die Flucht schlagen und besiegen können. Und seitdem ist das Land, was dadurch frei geworden ist, ist Allemende, also Gemeingut. Gemeingut. So, warten durcheinander hier. Aber gut, so ungefähr dürfte es klar sein. Da gibt es ja noch die ganzen Inseln, aber über die kann man auch mal reden. Getrennt. Hier gibt es noch Jefa. Jefa ist bekannt unter anderem ja wieder mal für sein Bier. Hola, Lissi. Glasswire Control Service. Lass mich bloß in Ruhe. Jetzt kein Interesse dran. Dem Blödsinn. So, und dann gibt es natürlich noch Wilhelmshaven. Das ist auch schon, das ist auch eine Hafenstadt, aber die hat dann mehr mit Bremen zu schaffen und sind schon ein bisschen abgeschlossen. Und hier gibt es dann noch den Ort Wittmund. Wittmund ist die größte Stadt der Chauken. Und die Chauken sind quasi ein alter Germanenstamm, der seinen eigenen Bereich hat, wozu Jefa und Wilhelmshaven auch noch ein Stück weit dazu gehören. Also das ist das Chaukenreich. Chauken oder Chauken. Und das C muss weg. So.
die Rauken, die ja, arianisch leben. Also die sind nicht normal römisch-katholisch, christlich sozusagen, sondern die sind arianisch, glauben nicht an die Dreifaltigkeit, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall sind sie, gibt es also Probleme mit dem Bischof, beziehungsweise soll es geben, aber der Bischof ist ein verständiger Kerl und versucht da den Frieden zu wahren, weil die Friesen und Chauken sind beidermaßen misstrauisch gegenüber der Kirche, weil sie ja ihre eigenen Machtinteressen hier verfolgt innerhalb des ganzen Landes im Grunde genommen. Ja, und die Oldenburger selber sind auch ein Erzfeind, die Sachsen sozusagen, die immer wieder versucht haben, das letzte Mal großartig unter Heinrich dem Löwen einzufallen. Und ja, das wurde jedes Mal bisher abgeschlagen. Und ja, ein Stück weit geht es dann in der Handlung von Friesenrecht auch darum. Wenn auch nicht im ersten Band. Aber gut. So viel dazu. Das war erstmal mein grober Umriss. Habe ich noch irgendwas vergessen von den Friesen? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich gucke gerade auf meine Notizen hier. Aber ich glaube nicht. Achso, das eine, was ich noch sagen kann zum Moor, ist, dass die Menschen, die dort leben, also hier, da im Gebüsch, Torfbauern in erster Linie sind, aber es gibt tatsächlich noch eine Spezialeinheit im Moor, eine so eine Art Waldläufer fürs Moor. Das sind, die nennen sich dann aber Moorhahnches oder auch die Brüder vom Luch. Das sind Leute, alte, verschrobene Leute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, aufzupassen, dass dort die Moorleichen, also Untote, im Moor nicht überhand nehmen und auch sonst die Kreaturen dort nicht über Gebühr wachsen und Wanderer verschlingen. Und sie führen auch Menschen durch das Moor, wenn die irgendwo reisen wollen, dazwischendurch, und sie kennen geheime Pfade. Sie kennen sich mit Irrlichtern aus, die dann hier Leute in die Irre führen wollen oder in Fallen. Und sie kennen sich mit Moormäulern aus. Das sind also quasi Fallen im Moor oder Mäuler im Moor, die dann, wenn man reintritt, einem das Bein abbeißen können. Also ganz gefährliche Sachen sind da drin. Und die Moorhandys kennen sich halt aus. Und haben extra einen Lotstecken, so nennen sie den, mit einer magischen Leuchtkugel obendrauf, mit der sie Irrlichter ausfindig machen können oder verscheuchen können. Und mit dem Lotstecken können sie halt die Tiefe im Wasser ausmessen sozusagen, um zu testen, ob das hier gangbar ist oder nicht. Und sie kennen sich natürlich mit den Kräutern dort aus und mit dem Tor und sind mit den Torfbauern natürlich gut befreundet, sind allerdings ein verschrobener Haufen und bleiben so mehr unter sich. Aber sie, ja, kennen geheime Pfade und sind Überbleibsel aus alten Tagen, wenn man so will. Und werden wahrscheinlich verschwinden, wenn das Moor irgendwann mal total entwässert ist. Wann auch immer das sein soll. Zur Zeit der Handlung ist es noch nicht der Fall. So, ich denke, ich habe genug gequatscht über die Friesen und ja, beim nächsten Mal werden wir uns dann einer anderen Thematik widmen. Und zwar gehen wir ein bisschen näher ran an die ganze Geschichte. Denn wir kümmern uns oder erzählen ein bisschen, oder ich erzähle... Ich erzähle ein bisschen über den ersten Hauptcharakter der Geschichte. Und ja, das war ich und der Chronist, wie ich mich hier mal nenne. Und sage dann, macht's gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war interessant, einigermaßen informativ. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adios.